Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Julian Entertainment. Mein Name ist Julian und wir zocken Crisis Core Final Fantasy 7. Ja, genau so sieht's aus und wir wollen hier mal ein paar Missionen machen. Ich habe hier noch, glaube ich, das war er nicht, oder? Weil irgendein Soldat hier, wird noch etwas freizuschalten haben. Eine Mission, glaube ich. Oder eine Missionsstrang. E-Mail, alles klar. Sephiroth abbleiben. Ich habe ihn im Archiv gesehen. Alles klar. Wer es lesen wollte, hat es gelesen. Ich kenne es ohnehin. Ist im Besprechungsraum noch was los, oder? So, was machst du hier? Kann man hier was holen? Okay, eine Feuerrad, das kann man auch wohl mal so machen. Ist hier wer drin, vielleicht? Ach, das ist der. Du hast mir so viel beigebracht und trotzdem vermassel ich immer noch alles. Mein Elan habe ich eingebüßt. Jetzt will er bei Soldat aufgeben. Trage Träume im Herzen, ja, genau. Das Wichtigste für einen Soldatkämpfer ist es, Träume im Herzen zu tragen. Das hat mich mein Ausbilder gelehrt. Also war sein Ausbilder wohl Angeal. Okay, und jetzt haut er wieder vollkommen rein, quasi. 1000 Kniebeugen zu meistern. Alles klar. Bitte sehr. Werde ich dich nicht dran hindern. Sieben, eins, eins. Ich schätze mal, die haben wir einfach schon gemacht. Ja, genau, die haben wir alle schon gemacht. Jetzt werden wir hier mal weitermachen, denke ich. Guck mal, was hier unten so los ist. Elektromagnetische Gebäudehölle. Ich würde mal sagen. Kann man gleich sagen, diese elektromagnetischen Missionen, die sind nicht einfach. Ich habe die damals auch recht früh gemacht und bin auch recht früh daran gescheitert. Nein, so nicht, aber auf jeden Fall fällt schon auf, dass. Das da schon. Wenn es die sind, die ich meine. Ich meine aber, dass es die sind, die ich meine. Alles klar soweit? Hä? Also. Hier doch nicht. Mann. Ach so, da war eine Kiste. Ha, die habe ich noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Bann. Okay, unnütz. Was habe ich gerade für Materia drin? Okay, Eiskraftfeuer, Wirbelattacke, Regener, Vitra und Magieverstärker Plus. So. Gucken, ob mir der Magieverstärker nicht zum Verhängnis wird und ich lieber hätte TP-Verstärker mitnehmen sollen. Okay, so ein Viech. Okay, damit habe ich es schon mal schwer getroffen. Allerdings habe ich jetzt auch keine MP mehr. Das fällt mir gerade auf. Aber wenn ich jetzt eine Phasenmodulation bekomme, also Aerith kommt, dann ja sauber. Dann bekomme ich nämlich wieder was. Und ein Stufenaufstieg. Vitra Stufe 2. Sehr gut. Auch wenn ich da ohnehin noch auf Vitaga umsteigen werde, aber solange ich das Stärkere nehmen kann, nehme ich natürlich auch das Stärkste. So, Zen könnte mal noch helfen. Kenne ich die Sequenz schon? Ich weiß es gar nicht.
Ah ja, genau, wir Turks spüren sie auf, der Rest liegt an dir, das kenne ich schon. Und noch ein Materiaaufstieg. Diesmal ist es Feuga, Stufe 2, sehr gut. I'm trying! Guck mal, diese Näpfchen versuchen wir da nicht ranzukommen. Sehr gut, das war jetzt tatsächlich doch gar nicht so schwer wie gedacht. Ich dachte irgendwie, die wären schwerer. Vielleicht werden die aber auch nur noch schwerer. Oder ich habe sie damals mit einem niedrigeren Level gemacht. Das kann natürlich auch sein. Mal gucken, wie das da jetzt weitergeht. Fast 100.000 SP, das hört sich sehr gut an. Wir können gleich mal wieder hier ein paar Materia nutzen. Ja, Feuer, nee, das nicht. Blitzra, nee, eigentlich nicht. Vita, müssen wir erstmal sortieren hier. Ich kann sagen, es verwirrt mich doch hier wieder total. Feuerer haben wir einmal zu viel. Das sind zum Beispiel schon 1000 Punkte, die wir durchbekommen. Blitzra, Eiskar, Vita, Vitra, Regina, Medica, Bann. Gift brauche ich auch nur einmal eigentlich. Genau wie Stille. Hier sind ein paar dabei, die brauche ich eigentlich gar nicht. Aber die werde ich natürlich trotzdem erstmal behalten hier. Aber jetzt habe ich schon über 100.000 SP. Das ist soweit ganz gut. Ich werde jetzt hier bei der elektromagnetischen Inselhölle auch nochmal reinschauen. Denn die war ja überraschend einfach. Deswegen vermute ich auch, dass wir eine Extreme schaffen könnten. So, sehr gut. Oh Gott. Der Gegner ist am Arsch der Welt. Naja. Aber diese Inselmission hier finde ich ganz cool. Weil ich die Umgebung einfach angenehm finde. Wobei die Umgebung bei dieser Ebene eigentlich auch angenehm ist, so. Also einfach im Sinne von, es sieht schön harmonisch und so aus, aber dann, da begegnet man einfach 3 Milliarden Gegner, weil man halt einfach nicht ausweichen kann. So, da ist niemand. Also vermutlich da. Okay, ich sehe niemanden, aber zwei Kisten, die werde ich natürlich mir trotzdem gönnen. Wenn da schon zwei Kisten sind, okay, ich glaube, ich sehe den Gegner da oben sogar. Oder habe ihn gerade kurz gesehen. Aber ist euch aufgefallen, dass wenn es laggt, also jetzt bis auf den Mini-Lag gerade eben, aber das kann auch einfach wegen Frap sein, dass wenn es gelaggt hat, dass es dann immer war, irgendwie bei Sequenzen oder so. Eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn der irgendwie bei Kämpfen laggt oder so, dann würde es mich zumindest weniger wundern. Aber dieses Gelagge bei den, nicht bei den Sequenzen, sondern bei den Sprachsequenzen. Also wenn irgendwer gerade mit mir redet und ich das eigentlich nur wegklicken muss. Ach, Hauptsache ich gucke nach dem Gegner nur da ganz hinten und da ist er direkt da vorne. Natürlich schlau. Jetzt hat sie da eine Barriere gezaubert. Was ist das eigentlich für einer? G-Legionär. Ach, der ist auch von Genesis. Ja, richtig. Jetzt kommen die. Warte, ich helfe dir mit dem Luben. Das hatten wir schon. Kein Aufstieg hier, aber immerhin. Okay, Heilwellen ist, glaube ich, die einzige, die trotzdem noch wirkt, auch wenn alle Gegner tot sind, weil die Punkte kann man natürlich auf jeden Fall noch mitnehmen. Beziehungsweise Glücksterne von Cisne vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Wow, das ist aber gar nicht einfach hier. Wow. Der eine macht Kreisel, der andere versucht mich abzuschießen. Da wäre jetzt so ein Schwerthieb ganz gut, glaube ich. Sehr gut. Jetzt mal Schwert-Kombo heißt das Teil. Hä, hey, 2800, das ist immer gar nicht schlecht. Oh mein Gott, zieht das wenig ab, ey, das ist ja der Hammer. Okay, jetzt machen diese kleinen Teile machen jetzt Wall jeweils. Das ist eigentlich relativ Latte. Um das mal so zuzugeben. Jetzt kommt nochmal der unbekannte Charakter, wollte ich sagen. Sehr gut. So, Wall machen offenbar immer nur diese Kleinen, ne? Da ist mir das nämlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, ich sage es ungern nochmal, aber das zieht hier ganz schön wenig ab da. Und dann kommen die auch noch mit ihren scheiß Kanonen. Also ich glaube, das wird ein Kampf, wo ich eventuell noch Probleme bekomme. Muss ich hier mal ein paar MP einfach mal verschludern. Oh Gott, das sieht ja gar nichts ab. Da kann ich mir mein AP frei auch sonst wohin stecken, ey. So, komm, kritisch nochmal von hinten hier. Magische Resistenz. Ja, das bringt mir ungefähr genau gar nichts. Ja, kreise lud ich mal da rum. Kann ich mich nochmal auf ihn hier konzentrieren. Sehr gut, dann schaffen wir den Kampf doch. Ich dachte, die wären ein bisschen mächtiger von den TP her noch. Und Glücksterne kommt jetzt nochmal dazu. Das finde ich auch gut. Nochmal ein kritischer Hieb vorher gelandet. Ein kritischer Hieb gelandet. So, er kann dann eigentlich nicht mehr allzu lange brauchen beim Sterben, denn ich habe ja eigentlich bei ihm ungefähr gleich viel abgezogen, dachte ich zumindest. Oh yeah! Zustandsschutz ist, glaube ich, recht sinnlos. Missionskatalog erweitert an dieser Stelle. Kurz gespeichert. So, und die nächste, die wird jetzt genauso extrem sein natürlich. Ja, elektromagnetische Ödnisse, da geht man durch diese, oder durch, beziehungsweise nicht durch alle, aber durch die meisten Typen mal durch, die es von diesen Landschaften her gibt. Wertvolle Dinge, da gucken wir gleich eventuell auch nochmal rein, obwohl das zu schwer ist. Aber wir müssen hier einfach auch mal ein paar Level aufsteigen. Das ist halt einfach der Fakt. Endphase des Wutai-Krieges. Ja, da kann man auch mal Wutai, können wir, gucke ich immer wieder gerne rein, weil irgendwie ist das so der erste Konflikt, den man im Spiel zu lösen hat mit diesen Wutai-Typen. Ich finde, die Einheiten sehen cool aus, sind irgendwie recht abwechslungsreich manchmal. Das mag ich. Gucken wir mal, ob hier links was ist. Ja, genau. Jetzt haben wir schon Wutai-Krieger Hinoe C. Ich glaube, da können wir sogar jetzt ein paar Missionen machen, selbst wenn die teilweise extrem sein werden. Denn das sah jetzt nicht so schwer aus. Sieht nicht so aus, als wäre da hinten was. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Hat uns quasi keiner gesehen und wir gehen sofort weiter. Titanreif. Warte mal, was macht der? Habe ich ihn jetzt übersehen, oder? Ah, hier. TP plus 30%. Was haben wir momentan an Ausrüstung? Den TP plus 20%, das ist natürlich relativ sinnlos, wenn wir den haben. Gehen wir mal da rein und machen den. So, jetzt ist vermutlich geradeaus wieder nichts. Ach doch, geradeaus ist der Endgegner. Perfekt, da muss ich nicht ganz so weit laufen, weil ihr seht, da oben hätte auch sein können. So, wenn das ja nur einer ist, zwei kann nämlich eigentlich schon nicht sein, weil der Kampfplatz dafür viel zu eng ist. Beira Daira Kala ist das. Und wie wir das schon mehrmals erfahren haben, ist das recht einfach, die zu besiegen, wenn die alleine sind. Weil man den Attacken von denen leicht ausweichen kann, die haben ihren Zwillingstomahawk nicht, die können einen nicht angreifen, während man gerade mit dem anderen beschäftigt ist und so weiter und so fort. Dürfte ein recht simpler Kampf werden. Boah, guckt euch das mal an, wie langsam der ist. Ich hätte noch 10 Sekunden Zeit gehabt, um auszuweichen, so etwa. Also wenn man von dem getroffen wird, bei voller Konzentration meinerseits, dann ist das echt... bisschen peinlich. Wieso fragst du mich? Ja, Sephiroth ist ein bisschen schwieriger Zeitgenosse. Sieht man ihm eigentlich auch schon an. Dann kommt Kunzel und will uns helfen. Aber Zack hat das nicht so interessiert. Sehr gut. Wir müssen auch mal langsam wieder Level aufsteigen, du. 8 Streichstufe 5, sehr gut. So, das war's mit dem Wutai-Fritzen.
So, und eine Wutheil-Mission machen wir noch. Egal wie schwer die ist. Überleben in den Slums mal wieder. Och nö, nicht wer diese Mission, wo dieser Kreis hier ist, sag ich mal. Dann weiß ich wenig, wo der Endgegner ist und dann ist er wieder, ne? Ist ja, wisst ihr Bescheid. Ich geh jetzt nochmal in die Richtung, weil ich da die erste Truhe gesehen habe. Ist quasi jetzt mein Prinzip gewesen. Ich schätze, wenn ich den Gegner von hier aus nicht sehe, ist der ohnehin genau auf der anderen Seite quasi von dem Kreis. Das würde auch Sinn machen irgendwo. Jop, da ist er. Ist wieder Vairadara Kala. AP-Verstärker Plus. Okay, das ist sinnlos. Jetzt klingelt es auch noch. Kleinen Moment. Beziehungsweise ich beende die Folge hier und wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Bis dann. Ciao.